Hallo liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, seid herzlich gegrüßt. Heute gibt es ein neues Video aus der Reihe Teste dein Deutsch und zwar zum Niveau B1 plus B2.1. Stoppt bitte das Video bei jeder Aufgabe und schaut euch dann die Lösungen am Ende des Videos an. Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken. Aufgabe 2. Audio. Hören Sie den Text und wählen Sie die richtige Antwort aus. Hallo? Hallo Ferit, hier ist Nele. Du, ich habe, glaube ich, ein Riesenproblem. Du klingst ja ganz aufgeregt. Wie kann ich dir helfen? Mann, das ist so ein Mist. Ich habe doch Anfang des Jahres eine Reise nach Griechenland gebucht. Die nach Kreta? Nein, ich habe ein anderes Angebot gefunden, auf Santorin. Okay, und wie war dein Urlaub? Das ist ja das Problem. Die Reise wäre nächste Woche. Pauschalreise mit Flug, Hotel mit Halbpension. Aber jetzt ist mein Vater schwer krank und ich kann die Reise nicht antreten und wollte sie stornieren. Hast du eine Reiserücktrittsversicherung? Eine Versicherung? Nein. Oh Mist, das wird schwierig. An deiner Stelle hätte ich bei der Buchung eine Versicherung abgeschlossen. Die hätte dann die Reisekosten übernommen. Das hat der Reiseveranstalter auch gesagt. Aber das verstehe ich nicht. Wenn ich die Reise nicht antreten kann, weil mein Vater krank ist, dann brauche ich sie doch auch nicht zu bezahlen, oder? Tja, ich weiß, dass das blöd ist. Aber es steht immer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen im Vertrag. Aber die Geschäftsbedingungen habe ich gar nicht erhalten. Da gab es bestimmt einen Link auf der Buchungsseite und vermutlich hast du auch bestätigt, dass du sie akzeptierst. Hast du einen Ausdruck von deiner Buchung? Schau mal nach. Du hast recht, hier steht es. Tja, ich hätte den Vertrag wohl aufmerksamer lesen müssen. Das ist ja furchtbar. Was kann ich denn bloß tun? Warte mal. Seit wann ist dein Vater denn krank, Nele? Seit 2 Monaten. Du hättest früher stornieren sollen. Dann hättest du nur 50% der Reisekosten zahlen müssen. Pass auf, scanne den Vertrag mal ein und schick ihn mir. Ich zeig ihn dann morgen meinem Kollegen beim Reisebüro. Vielleicht hat der noch eine Idee. Danke dir, du bist ein Schatz. Ich schick dir den Vertrag gleich. Und wie geht es euch? Gut, wir fahren in 2 Wochen nach Rostock zum Geburtstag von Hannes Mutter und dann machen wir noch eine Woche Urlaub auf Rügen. Wie schön, dann warte ich. Aufgabe 3. Ordnen Sie die Textteile zu. Aufgabe 4. Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. Und jetzt die Lösungen. Aufgabe 1 und Aufgabe 2 ist klar. Aufgabe 3. Ich bin Hausmeisterin und habe deshalb immer was zu tun. Ich muss aber nicht alles selbst machen. Vieles lasse ich machen. Büsche und Bäume lasse ich zum Beispiel vom Gärtner schneiden. Auch der Rasen wird von ihm gemäht. Letztes Jahr wurde die Tiefgarage gestrichen. Seit sie gestrichen ist, wirkt sie heller und größer. Gestern ist der Sand auf dem Spielplatz sauber gemacht worden. Die Wege im Innenhof habe ich aber selbst gekehrt. Aufgabe 4. Wenn ich früher gewusst hätte, wie schwierig es ist, ein Sommerfest in der Schule zu organisieren, wäre ich nie auf die Idee gekommen, meine Hilfe anzubieten. Über das Fest, für dessen Aufbau, Ausführung und Aufbau mindestens 50 Helfer gebraucht werden, haben wir die Eltern in einem Mailing informiert und sie dabei um Unterstützung gebeten. Aber die Zahl der Eltern, die geantwortet haben und auf deren Hilfe wir angewiesen sind, war nach dem ersten Mailing so niedrig, dass wir kurz davor waren, die Veranstaltung abzusagen. Und jetzt zum Ergebnis.
9 bis 10 Punkte sind ausreichend, das ist also die Basis. Wenn ihr darunter habt, dann habt ihr nicht bestanden. 11 bis 12 Punkte befriedigend, 13 bis 14 Punkte gut und 15 bis 16 Punkte sehr gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns in die Kommentare euer Ergebnis schreiben. Das war's wieder von uns für heute und wir verabschieden uns von euch mit einem Tschüss, Servus, Baba, auf Wiedersehen, macht's gut, euer Deutsch Global Team.